Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar erzählen wir uns heute den Teil 2 der Preview auf die Top 100 von Icon. Und es sind wirklich spannende Kandidaten diesmal dabei. Und genau deswegen schauen wir gemeinsam rein. Let's go! Wenn ihr euren Hype nicht verpassen wollt, solltet ihr jetzt eure Anmeldung schicken. Denn ich kann euch garantieren, am Ende werdet ihr da sitzen und sagen, verdammt, wieso habe ich mich nicht angemeldet? Weil zum Beispiel aus der letzten Folge, der Mufasa hatte schon bereits erzählt, dass er die Zeit bei Icon 5 verpasst hat, sich anzumelden. Und vertraut mir, Icon 6 wollt ihr nicht verpassen. Ja, und man sitzt dann auch zu Hause und man sieht die anderen Künstler, wie die einen komplett überholen. Und du guckst dir das Ganze von zu Hause aus an und denkst dir so, Bro! Sag einfach 14 Tage ab. Stark, das war der Beitrag von BZ zu dem Thema. Eine weitere sehr wichtige, aber krasse Änderung ist Musikvideos. Wird es auf diesem Kanal nicht mehr geben, sondern wir starten jetzt, heute offiziell den Icon Music Video Channel. Jawohl! Wo alle Musikvideos von den Künstlern zu sehen werden sein. Geil. Stark. Das heißt, wenn ihr da draußen irgendwelche Musikvideos sehen wollt von Icon 5 oder Icon 6 Künstlern, dann lasst es uns wissen, ballert die Kommentare zu und die Musikvideos werdet ihr dann auf dem neuen Channel sehen. Das heißt, geht jetzt rüber auf den offiziellen Icon Music Musikvideo. Warum die klare Trennung? Ich fand es eigentlich immer geil vom Prinzip her, dass sie das immer auf einen Kanal gemacht haben. Dass die Songs, die in der Episode entstanden sind, kurz danach rausgeballert haben und zu gewissen Single-Releases dann ein Musikvideo gemacht haben. Vielleicht ein bisschen mehr Spektrum aufbauen, das Ganze ein bisschen breiter machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Kanal und lasst schon mal ein Abo da. Und wenn ihr mehr sehen wollt von den Künstlern, die in der heutigen Folge bereits performt haben, dann schreibt ihre Namen in die Kommentare und dann werden wir hingehen und mit diesen Künstlern weitere Projekte für euch starten. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was mit den Icon 6 Künstlern vor den Icon 6 Folgen passiert, dann müsst ihr unbedingt rübergehen und den Icon Music Channel abonnieren. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Das wird ein bisschen breiter aufgestellt, gehe ich mal stark von aus. Ich freue mich nämlich jetzt, das erste Mal diesen Künstler hier im Icon Studio begrüßen zu dürfen. Sagt mit mir Hallo zu Pano. Hey, wow. Pano! Was geht ab? Yo, das ist crazy! Natürlich, den kennen wir natürlich, ne? Mit dem sind wir natürlich an dieser Stelle sehr, sehr gut vertraut. Bin absolut überzeugt von seinem Talent. Zu dem Zeitpunkt natürlich Ex-Signing von Capital. 3 Songs oder 4 Songs rausgebracht. Davon waren meiner Meinung nach 3 Songs richtige Banger. Und er hatte auch eine gute Zeit bei Capi, also er hatte den erfrischenden Sound reingebracht. Dann kam die Trennung. Es ging darum höchstwahrscheinlich, dass da irgendwie vertraglich gesehen das, was ihm da geblüht hat, an Prozenten oder was auch immer, schien ihm nicht so wirklich gepasst zu haben. Und hat sich dann von Capital getrennt, ne? Oder Capital hat sich von ihm getrennt. Das ist auch noch nicht so wirklich, meiner Meinung nach, so 100% klar. Aber an sich ein super Talent und kann Icon 6 natürlich mega als Bühne benutzen, ne? Und meiner Meinung nach, nach der Trennung zu Capi, wurde es halt um ihn extrem ruhig. Pano, herzlich willkommen zu dem Icon Studio. Wir freuen uns natürlich echt, dich hier zu haben. Danke, dass ich hier sein darf, auf jeden Fall nochmal. Wie hat euch deine Bewerbung gefallen? Also ich fand die gut. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. So. Aber ich habe noch nie so mit seinem Kopf nicken gesehen. Ich fand es cool. Vor allem, weil es wieder dieses Rap war und ich vermisse auch langsam ein bisschen diese Rap-Schiene. Deswegen hat mir das auf jeden Fall gefallen. Safe, bin ich voll bei dir. Aber ich glaube trotzdem, im Pano schlummert noch viel, viel mehr, oder? Ja, Bruder. Ja. BZ hat mich ein bisschen getriggert. Da muss noch mehr kommen, deswegen kommen noch mehr auf jeden Fall. Pano, du warst ja bei Capi. Und da hat man ja das ein oder andere gehört. Wird man jetzt während Icon mehr hören? Ja, kommt drauf an, von welcher Perspektive du das siehst. Vom Fitner vielleicht, vielleicht auch nicht. Worauf hast du Bock? Bruder, ich bin für alles da. Mach Fitner oder nicht, wie ihr wollt, Bruder. Also du warst bei Capi, bist bei Capi gesigned worden und jetzt bist du bei Icon 6. Wie kommst du dazu? Ich hatte wirklich nie wirklich das Gefühl, dass er so mich in den Vordergrund gestellt hat, ne? Also das war so, ja komm, wir machen Songs und so, da war kein wirkliches Konzept dahinter. Okay, ich verstehe. Und so schnell haben sich dann auch die Wege getrennt. So. Ja, nein. Also, ich bin ehrlich. Er hat nie die Möglichkeit gehabt, so ein richtiges Einzelrelease rauszubringen. Und er war immer das Feature-Partner. Er war immer der Feature-Partner, 100%. Ich weiß nicht, wie Capi mit seinem Hack umgegangen ist. Zu der Zeit, als er bei Capi war, hat sich schon schnell der Name Pano verbreitet in der Szene. Das zu 100%.
Und die Art der Relevanz, die er ihm gegeben hat, die war ja schon irgendwie beträchtlich, weil danach, nach dieser Phase, wo er wieder auf eigenen Beinen stand, da war es ja maximal ruhig um ihn. Da war er so, wie er gekommen ist, so ist er auch gegangen aus dem Scheinlicht. Nichtsdestotrotz ist er meiner Meinung nach trotz allem ein super Künstler, also ein talentierter Künstler, in dem einiges steckt, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich auch den Move, ne, so einer gehypten Rap-Show zu gehen, definitiv den richtigen für ihn. Gemacht. Wenig wurde eingehalten, deswegen. Ich mache dir jetzt auch ein Versprechen. Und zwar, bei Icon 6 wird dich keiner in den Vordergrund stellen. Du bist selber dafür verantwortlich, dich in den Vordergrund zu stellen und dir deinen Hype zu holen. Und ich meine, wir haben es jetzt die Tage angekündigt. Besser kann man es eigentlich nicht sagen, deswegen weiß ich nicht 100% mit dem, was Pano gesagt hat. Ob Rapper, YouTuber, Musiker, Schauspieler oder was, es ist immer noch Gesetz Nummer 1. Du bist für deinen eigenen Erfolg verantwortlich. Es ist immer wieder dasselbe. Wenn er bei Kapi gesigned ist, ne, dann push, mach. Tu, warte nicht auf Kapi, push, versteht ihr? Leute, oder ich habe das Gefühl, Newcomer sind so komfortabel und warten, dass die Labelbosse die so nach die Höhe pushen. So funktioniert das aber nicht. Es geht bei Icon 6 um 1 Million Euro, das ist ziemlich viel Schotter. Was ist wieder lächeln. Was bist du bereit zu opfern oder zu tun, um mit vollen Taschen am Ende des Tages nach Hause zu gehen? Bruder, wo ich gehört habe, dass es um 1 Million geht, ey, ich habe nicht lange gefackelt, ich habe nur ins Navi eingegeben. Mönchengladbach made to create. Und ich bin der ist losgerannt, der ist nicht gefahren. Bruder Herz, ich wäre mit Fahrrad gekommen, egal. Also, ich komme aus Berlin, weite Strecke, aber was ich opfern würde, mein Bruder, ich bin nicht hier, um mir Freunde zu machen. Natürlich, man muss mit denen so gut sein, so halbwegs, ne? Aber ich bin nicht hier, um jetzt mir eine Familie oder so aufzubauen mit den Jungs. Das ist ein Contest, Bruder. Und ich habe bei Icon 5 sehr viel beobachtet, so, ne? Viel Streit, viel hin und her. Deswegen, ich bin hier, um Musik zu machen, den Leuten zu zeigen, was ich drauf habe. Möge der Bessere gewinnen. Aber eine letzte Frage habe ich an dich noch. Ozan Bra ist ja auch bei Kapi aktuell. Yeah. Und er kommt ja auch zurück zu Icon 6. Yeah. Was löst das in dir aus? Wow! Wow! Er hat Emre wirklich tief, sehr tief in die Fitnerkiste reingegraben und eine schöne Frage rausgezogen. Interessant werden, würde ich sagen. Ein Ex-Kapi-Künstler und ein aktueller Kapi-Künstler. So eine könnte interessant werden, auf jeden Fall. Competition ist da. Er hat es auch drauf, so, er kann rappen. Deswegen wird interessant auf jeden Fall. Macht euch Spaß. Ja, würde man jetzt sagen, ist der Osa-Move der richtige gewesen? Meiner Meinung nach immer noch der richtige. Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl bei diesen Icon 6 Finalisten. Ich finde, das ist sehr, um manche ist es extrem ruhig geworden. Und das innerhalb kürzester Zeit. Also wirklich, ne? Manche hast du schon aus deinem Kopf fast schon vergessen. Das ist gar kein Front. Ist auch nicht, Icon ist nicht selber dran schuld. Daran sind die Künstler selber schuld. Sag ich euch ehrlich, so wie es ist. Aber das ist, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, meine Damen und Herren. Ja, Pano, du hast einen Song für uns vorbereitet. Ja. Bist du bereit? Natürlich, Bruder. Dann let's go. Ja, spannend. Ah je. Stopf meine Taschen voll, Brati moi, bis sie voll ist. Kokain, Bälle kicken, a la Quincy Promise. Sprint wie Forrest, rennt von der Haria weg. Jungs aus DR weg mit Kokain im Jab. Rolex ab Marina, check, Preis wie Kolumbianer. Rapper sehen wie Rentner aus mit Style von Loropiana. Wir sterben für das Geld, denn wir leiden auf der Strada. Shit, erzähl mir nix von Schule, ich war Kreide, hol mein Brada. Panamerikaner auf der best schwarzen S-Klasse. Schick mein Ghetto einzeln, das Respektsache. Ex-Kapitalidin, Flexmarke Medellin, ja. Der ist halt so, der Junge, weswegen ich ihn auch so derbe erfrischend fand zu der Zeit, wo er bei Kapi war. Er hat Kapi wieder dazu gebracht, vernünftig zu rappen. Wieder back to the roots. Wieder nice Dinger, nach vorne gehende Dinger, Dinger mit Energie. So, und das hört man hier raus. Er ist wieder so einfach, er hat eine nice Rap-Stimme, das auf jeden Fall. Zwar finde ich, er könnte viel mehr aus seiner Haut heraustreten, das heißt, noch ein bisschen mehr zu so einer Erscheinung werden, weil ich finde ihn sehr introvertiert, um ehrlich zu sein. Und ich finde, da fehlt es ihm noch so ein bisschen an Star-Allüren. Aber ansonsten hat er für meiner Meinung nach, im Gegensatz zu vielen Teilnehmern, schon viel mehr dieses volle Paket. Bratimoi, so ist die Dreckslage in Berlin. Ich bin seit Winter clean, Diabolo macht Harakat. Knack den Bankomat, Dr. Lama ist mein Advokat. Tag für Tag, Nacht für Nacht, Bro, ich bin mir todsicher. Hier bei uns ist nur der
Fischer, Bratti Moi. Miro, Sporet und da mein Paket. 9 Mini, meine Emanet. Zero Sis, La Familia, mi amor. Aye, aye, aye. Ich hab Kelly Weed im Saruch. Und vom Schießen putzen wir Kugeln. Zero Sis, La Familia, mi amor. Aye, aye, aye. Und das ist einer, das gibt eben noch dieses nötige i-Tüpfchen, dass er halt nice Hooks bringen kann. Und das hat er auch schon bei Kapital bewiesen. Denn er hat schon 2, 3 gebracht, die mir sehr, sehr gut damals gefallen haben. So, und das ist da. Ich bin, wie gesagt, bei Newcomern oder bei Teilnehmern, ihr wisst, ich habe da so eine gewisse, ne, weil ich werde niemals sagen, dass jemand meiner Meinung nach das volle Potenzial hat, wenn ich nicht tatsächlich glaube, dass er das hat. Und ich werde niemals mich drängen dazu, so eine Aussage zu bringen zu irgendjemandem. Aber wenn es jemand sein könnte, der jetzt bei Icon 6, wo ich sage, das ist schon mal der Erste, wo ich sage, auf dem muss man ein Auge haben, dann ist es Pano. Ohne Servolenkung, Fluchten im Wrangler Jeep. Bratti Moi, wir machen aus Bezirksliga Champions League. Edibles und Kelly Weed, Sponsoring von Ratio Farm. Und vor dem Coup bricht der GTI nach Sagrotar. Das ist schon jahrelang, kriminell im Plattenbau. Heißt die Jungs, sie wiegen ohne Digi, war gar genau. Die Haare grau, SEK und GSG. Wenn das nicht real ist, dann war Messi nie bei PSG. Woo! Das Plädoyer, mein Bruder, bekommt 7,5. Und währenddessen wird der Rest seiner Familie alt. Ich hoffe, dass ich hier im Viertel nicht verrecke. Wir haben Leichen hier im Keller, wir haben Schimmel an der Decke. Bratti Moi. Lelele, da stiehlt die in Goi. Das Letzte, hey! Was du siehst, ist die Millimeter neu. Hey! Original, Bro, mein Shit ist nagel neu. Wenn der Beat nicht mehr läuft, kriegen Rapper paranoi. Miro, Sporet und da mein Paket. 9 Mini, meine Emanet. Zero Sis, La Familia, mi amor. Aye, aye, aye. Ich hab Kelly Weed im Saruch. Und vom Schießen putzen wir Kugeln. Zero Sis, La Familia, mi amor. Aye, aye, aye. Und wenn man, das Ding ist, wenn man auch so ein bisschen das verfolgt hat zu der Zeit, wo er bei Kapi war, ist eine Sache auch wichtig. Er hat mehrere Schienen drauf, ne? Also er ist nicht so dieser klassische Gangster-Rapper. Der kann schon ein bisschen mehr. Der hat schon ein gutes Arsenal für jemanden, der nicht so lange dabei ist. Natürlich ist da viel Luft nach oben, ne? Das ist klar. Und wenn er natürlich ganz, ganz vorne mitspielen möchte, muss er sich in diesem Format 100% weiterentwickeln. Aber er könnte aus dieser Sparte Bobby Van Damme sein, dass dieses Ding einfach dieser nötige letzte Schritt ist, um es an die große oder auf der großen Bühne zu schaffen. Aye, aye, aye. Was geht da? Ey, wow, stark. Sehr, sehr starke Performance. Erste Eindrücke von euch? Also, ich fand's richtig geil, wie du die mit den Kameras gespielt hast. Deine Mimik, deine Gestik, absolut stark. Geiler Song, bleibt auf jeden Fall im Ohr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele davon einen Ohrwurm haben werden. Und ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, aber ich freue mich auf dich bei Icon 6, sagen wir so. Bei dir hat man zwischenzeitlich gemerkt, dass du gerne mehr aus dir rauskommen wolltest, so von der Attitude mehr. Aber du merkst noch, dass du hier gerade alleine bist. Aber ich glaube, wenn du zwischen allen 100 stehst, dass du sehr interessant werden könntest vor der Kamera. Bruder, weißt du, was das Problem ist? Ich habe in der Probe das Mikrofon ein paar Mal gehauen. Ich wollte hier nichts kaputt. Auf locker so. Das war alles besser gut. Für dich so. Shabab hat schon genug kaputt gemacht, alles gut. Bruder, ich habe den Vertrag gelesen. Alle Schäden. Ja, diesmal kein Spaß. Ja, langsam. Ja, Pano, wir freuen uns natürlich auf dich für Icon 6. Wir bedanken uns auch ganz herzlich, dass du jetzt heute dabei warst. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Danke, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall ist mir eine Ehre. Heute ist der Tag, wo ich euch was. Könnte sehr interessant sein, ne? Also, wenn sie noch ein paar Leute mehr aus dem Kaliber haben, könnte das auf jeden Fall eine geisteskranke Staffel werden. Aber mal schauen, wenn sie noch alles so haben. Richtig krasses leaken kann. Gibt's noch mehr Mio? Was? Es ist keine Mio, aber die Location für die erste Runde ist jetzt fest gebucht. Ey, wow! Also wir haben ja schon mal gesagt, die erste Runde von Icon 6 wird so ähnlich wie das Finale von Icon 5. Das heißt, alle, die sich auf die Runde vorbereitet haben, tut mir leid, Govas, die gibt's nämlich nicht mehr. Rest in peace. Also, die Dynamik. Oh, I like that one. Keine unnötige Buffrunden. Geil! Ja! Direkt zum Fitner und Drama! Wie bei Icon 6 passiert, wird sich komplett
Ende. Ist es sehr wichtig, dass ihr euch nicht nur für eine Runde vorbereitet, weil man kann sich nicht 100% nur auf eine Challenge vorbereiten, weil täglich kann es zu spontanen Änderungen kommen. An alle Künstler, die in der Top 100 von Icon 6 sind, es ist jetzt sehr, sehr wichtig für euch, dass ihr die Zeit, die ihr jetzt noch habt, nutzt und euch vorbereitet. Denn ihr werdet wirklich sehr, sehr viele gute Songs brauchen, um bei Icon 6 lange zu überleben. Und selbst der beste Song von euch könnte im schlimmsten Fall nicht mal reichen. Dementsprechend habt immer was in der Hinterhand und Colin versucht mich jetzt schon zu unterbrechen. Übergehen wir an Colin. Ich will nur sagen, das Wichtige, was ihr wissen müsst, ist, schreibt nicht nur einen Song für die Buchrunde, sondern schreibt wirklich 100 Songs. Habt am besten 20 Skizzen parat, habt schon 150 Beats parat, wo ihr direkt sagt, ja, okay, da kann ich drauf, da kann ich drauf. Auf die unterschiedlichsten Styles. Und bereitet euch nicht nur musikalisch vor, sondern auch mental. Ja. Denn dieses Jahr, ihr werdet mental komplett auseinandergenommen. Die Last Chance Auftritte sind eure letzte Linie der Verteidigung gegen den Rauswurf bei Icon 6. Und solltet ihr bei diesen Auftritten verkacken, verliert ihr somit auch euer gesamtes Kopfgeld, was ihr euch bis zu dieser Zeit erarbeitet habt. Schreibt für einen One-Take und nicht als Studiosong. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch mit der Luftkontrolle in einem One-Take das Ganze schafft. Ich will nur sagen, es wird... Das ist das, was ich bei Rap Larue ein bisschen vermisst habe, ist, dass immer nur die Studio-Versions verwendet worden sind und die Blooper oder die Versprecher oder die oder das, wo zum Beispiel jemand den Live-Auftritt vermasselt hat, das wurde ja immer wieder höchstwahrscheinlich dann wieder aufgenommen und den Künstlern wurde eine unendliche Chance gegeben, das Ganze zu performen, ne, sodass es halt immer diesen perfekten Auftritt gab. Und das hat das Ganze so ein bisschen zu glatt gemacht, ein bisschen zu glatt. Ich will am Ende des Tages, dass Leute, so hart es auch klingt, aber ich will, dass Leute verkacken und ich will auch, dass Leute wegen ihrem Verkacker rausfliegen. Ansonsten fehlt da mir was, also auch das Dicke so. Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall, das wird nervenkitzelnd sein. Also der nächste Künstler, den wir heute hier haben, begrüßt mit mir zusammen einen Künstler, der bei Icon 3 dabei war. Bei Icon 4 war diese Künstler auch schon dabei. Und zwar sagt Hallo zu Omerta. Hey. Oh, shit. God damn. Omerta 075. Zum wird es jemanden geben, der bei 3, 4, 5 dabei gewesen ist und jetzt bei 6 mitmacht? Dritten Mal bei Icon. Herzlich willkommen im neuen Made Studio. Bald haben wir den Menderes der Icon-Serie. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich. Du hast mitbekommen, dieses Jahr geht es um 1 Million. So, was sind deine Erwartungen? Wie gehst du in diese Sache rein? So, du weißt, da sind Künstler, die sind alle hungrig. So, wie stellst du dich drauf ein, auf diesen Druck? Ist klar, alle Künstler sind hungrig. Auch bei so einer Summe natürlich, das ist viel Geld, was man gewinnen kann. Aber ich sag mal so, ich bin nicht hier, um irgendwie Geld zu gewinnen, sondern ich will einfach mit dem überzeugen, was ich hier bringe. Meine Kunst, ich will die Leute in eine Welt ziehen. Aber ich habe mit den anderen Künstlern gesprochen und es gibt einige Künstler, die hier sind, um dieses Jahr wirklich Hack mit nach Hause zu nehmen. Und wenn die sehen, ein Omerta ist vielleicht 30, 40, 50.000 Euro wert, dann wird sich einer oder andere wohl schon überlegen. Der gibt mir so... Der gibt mir so Oleg Sesh auf Wish-Vibes. Nicht böse gemeint, aber ist wirklich so. Ne? Hier dabei sein werden, macht euch bereit, Omertas Bau, Motherfucker. Ich wirklich Oleg Sesh auf Wish-Vibes. It's in the building, Sepp Song kommt und wir nehmen alles auseinander. Ich bin sehr gespannt, den neuen Omerta 075 zu hören, den wir auch bei Icon 6 sehen werden. Du hast einen Song für uns vorbereitet. So sieht's aus. Aber das Kommentar, sein Pulli ist fresh und seine Geldsonne, seine Silberkette glänzt. Ja, ne, auch diese. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Dann let's go. Check. Komm. Der junge Bursche mit der Schiebermütze stand nur an dieser Brücke, um zu sehen, ob sie noch immer dort entlang läuft. Keiner ergänzt ihre Lücke, seine Hand an ihrer Hüfte. Eine Erscheinung vom Entzug, die sich anhäuft. Sie hatten Pläne, 2, 3 Kinder vorher heiraten. Wird er dich heute fragen, könntest du dann Nein sagen? Er konnte das Rätsel niemals lösen wie beim Galgenmännchen und blieb deshalb in den Seilen hängen. Ich rauch mich heilig in der Fantasie. Der Mond erscheint durch die Jalousien, hat kein Rauschen vom Meer. Der Raum ist zwar leer, doch er taumelt umher, bis er vom Abgrund fiel. Ich rauch mich heilig in der Fantasie.
Der Mond erscheint durch die Jalousien, hat kein Rauschen vom Meer. Boah, an wen erinnert der mich vom Style her? Das ist so. Das ist schon ein bisschen way back vom Stil her. Ne? Er bedient sich hier auch an dem Storyteller-Element, was ja gefühlt schon ein ausgestorbenes Genre im Rap ist, bringt kaum noch einer. Und Storytelling an sich ist immer für mich ein faszinierender Aspekt von generell Rap, weil wenn es jemand richtig gut kann, glaube ich, funktioniert es heute noch sehr, sehr gut. Da ist auf jeden Fall Gefühl in der Stimme, das zu 100%. Und es catcht dich, also es catcht dich schon irgendwie mehr, als man gedacht hat. Der Raum ist zwar leer, doch vertaumelt umher, bis er vom Abgrund fehlt. Vor ein paar Jahren Minusgrad, Reißverschluss klemmt von der Wellenstein. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt am Ende selbst hinein. Der Bubazer wird zugeklebt, die Klinge ist scharf wie Elfenbein. Die Kleidung wurde zugenäht, denn Reichtum blieb ne Seltenheit. Kein Ozean, kein Meeresrauschen, doch wir fühlen uns wie gestrandet. Kinder mit leeren Augen wurden enttäuscht von der Schande. Ihre Eltern waren berauscht, haben sich in Zombies verwandelt. Auch mein kleiner Bruder musste weg von Mama, kam zu Tante. Schliefen auf Matratzen, soll ich lieben oder hassen? Mutter hatte schon zwei Söhne, doch war lange nicht erwachsen. Irgendwann kam auch das dritte, vor seinem Namen trägt er ein L. Ich wünsch mir, wenn er älter wird, dann lernen wir uns mal kennen. Manchmal frag ich mich, was schreib ich in meinen Abschiedsbrief? Unsere Gesellschaft wird gespalten, Hass sie abgrundtief. Einer wird Banker und der andere hängt auf Nats und Peace. Wie ging's dir wohl, als sie zugedröhnt am Bahnhof schlief? Ich mag mich, ich lebe in der Fantasie. Der Mond erscheint durch die Jalousie. Ich glaube, was das dieser Überraschungsfaktor bei dem Jungen ist, ist, dass die Line-Qualität doch höher angesetzt ist, als dass man das von dieser Art von Künstler erwartet. Ne? Man denkt sich, okay, Straße, Bubatz, dies, das, jenes. Und ein Minuspunkt ist immer, dass die Leute immer zurückgreifen auf Phrasen, die in Deutschrap schon totgerappt sind. Ne? Dass du dir denkst, ah, schon wieder einer aus dieser Fabrik. Das habe ich aber bei dem Jungen jetzt nicht gehabt. Sie hat kein Rauschen vom Meer. Der Raum ist zwar leer, doch er taumelt umher, bis er vom Abgrund fiel. Boah, ey, irgendwas erinnert mich. Der erinnert mich an irgendjemanden, ich weiß aber nicht wer. Ich lebe in der Fantasie. Der Mond erscheint durch die Jalousie. Sie hat kein Rauschen vom Meer. Der Raum ist zwar leer, doch er taumelt umher, bis er vom Abgrund fiel. Grrr. Brrr. Ja, Hobby. Sehr, sehr stark. Ja, Bruder, ich sag ehrlich, ich bin froh, dass ich bei Icon 3 und Icon 4 rausgeschmissen habe, weil wir. Wow. Vielleicht werden wir sonst nicht so einen krassen Omerta heute sehen. Definitiv. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall da, auch so das Melodische, was das Ganze angeht. Ich habe dich trotzdem beobachtet, auch wenn du jetzt nicht aktiv bei Icon warst. So dieses Melodische, das war jetzt nicht deine Stärke, wie zum Beispiel im Rappen. Trotzdem hast du dich da sehr, sehr gesteigert, muss ich sagen. Ich finde die Storys, die du auswählst, vor allem bei dem Song, also sehr gut verpackt. Das, was du versuchst zu vermitteln in deinem Song, kam auf jeden Fall auch an. Und ich finde, dieser Style mit dem Storytelling steht auch voll zu dir. Auf jeden Fall, ich danke jeden Einzelnen, der mich bis jetzt hier unterstützt hat. Meine Jungs aus meiner Stadt, meine Familie, scheißegal wer. Jeder Neider ist mein Fan geworden aus meiner Stadt. Und deshalb, wir kommen jetzt hierhin zu Icon. Wir werden Gas geben, alles auseinandernehmen, nur für euch. Danke, dass du heute hier warst. Ich hab zu danken. Colin, du hast ja das Thema gerade gut angeschnitten mit der ersten Runde. Du hast gesagt, dass es diesmal keine Buchrunde geben wird. Wie stellst du dir das Ganze vor, damit die Künstler und die Zuschauer sich besser darauf vorbereiten? Ja, ja, pass auf. Gute ich Frage. Würde gerne eine kleine Sache leaken und dann können die ganzen Groovers, die da draußen gerade sind, chill, aber. Alles gut so, alles gut. Nix. Will ich mal okay. Gucken, ob wer das rausfinden kann. Und zwar, die Location, die wir gebucht haben für die erste Runde. Trinidad Tobago. Von Icon 6 gab es schon mal bei Icon. Das heißt, ihr da draußen, die ganzen Zuschauer, habt diese Location schon einmal bei Icon gesehen. Wahrscheinlich die Villa, oder? Die bei 3. Das bedeutet, die komplette Top 100 ist für einen längeren Zeitraum an einem Ort, die ganzen Zuschauer schon kennen? Korrekt. Wow. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 100 Leute in einer Location wird... Das ist schon krass, ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass... Also für mich macht die Villa am meisten Sinn. Ist jetzt nicht so, dass du... Außer man muss halt... Man weiß jetzt natürlich nicht, was Icon vorhat. Natürlich spürt man schon, dass die alles größer, besser, krasser machen wollen als die letzte Season. Das ist klar. So, auch das Preisgeld und so zeigt auch schon, dass da einiges an Budget vorhanden sein wird. Das heißt, so eine Investition wie diese, die jetzt... Oder der Knast, der damals ja so schiefgelaufen ist, oder dieses Hotel, das könnte ja auch gut sein.
Wahrscheinlich sehr gemütlich. Warte mal, ja. Gemütlich. Kommt Mac Doom mit? Ja, Mac Doom ist auch wieder. Aber diesmal gibt's nicht nur einen Mac Doom, sondern 5 Mac Doom. Weißt du, BZ, der nächste Künstler, der kommt, ist wirklich ein ganz besonderer Künstler. Und deswegen ist das für dich eigentlich voll die große Ehre. Du darfst jetzt nur nicht verkacken. Boah, das ist korrekt von dir. Ich merke schon, das ist eine richtig winzige Runde heute zwischen euch drei. Ne? Der letzte Künstler der heutigen Folge ist ein ganz besonderer Künstler. Begrüßt mit mir gemeinsam Bachi. Hey. Bachi? Also Bachi. Bachi. Crazy, wenn sie. Also, das ist auch wieder eine Fraktion von. Hat schon eine kleine Story-History in Deutschrap gehabt. War damals nämlich das Signing von Contra K. Hat auch schon auf dem einen oder anderen Track stattgefunden und auch nicht auf dem kleineren. Also, da war schon bei manchen Sachen, die schon gut an Reichweite gehabt haben und einige Streaming-Zahlen dabei gehabt haben. Ist halt ein, glaube ich, mehr so ein Sänger. Also, so ein richtiger. Also, mit sehr viel Gefühl und auch einer brachialen Stimme. Damals, das letzte, was ich von ihm gehört habe, dass er eine Art Instagram-Ansage an Contra K gemacht hat, weswegen Contra K ihn in seiner Sicht so ein bisschen an die Seite gestellt hatte. Und danach hat man nicht mehr viel von ihm gehört. Okay. Ich würde sagen, herzlich willkommen offiziell hier im neuen Icon-Studio. Alle von euch haben die Bewerbung von Bachi gesehen. Ein sehr starker Künstler in meinen Augen. Bachi, du bringst ja schon sehr viel Erfahrung mit. Wie ist das? Wie würdest du das beschreiben für die Jüngeren, für die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben wie du? Boah, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Dieses Gefühl, oben zu sein, ist wirklich krass. So vor den Menschen, dieses Gefühl, vor 20.000 Menschen zu singen. Ich glaube, das ist bestimmt das, nach dem viele Menschen streben und süchtig sind. Weil du gehst auf die Bühne, singst, gehst runter und du willst direkt wieder hoch. Aber auch... Oder soll ich sagen, ne? Auch kenne ich halt. Dadurch entsteht ja bei vielen dieser Gotteskomplex, Regime, ist ja, weil du stehst da und du wirst von gefühlt einer großen Anzahl von Menschen angehimmelt. Und man muss es tatsächlich sagen, es ist so, als wärst du angehimmelt worden. So, du musst, ne, die Leute rasten da aus, ne? Streiten sich um dich, schreien um dich, ne? Es gibt halt viele Leute, die tatsächlich dann in dieser Position teilweise denken, das sind sie, das gehört ihnen, das verdienen sie und die davon auch nicht mehr wegkommen. Ne? Das habe ich auch live so miterlebt und das ist halt ein purer Film. So. Von oben wieder nach unten zu kommen, im Block zu landen und natürlich ist auch ein cooles Gefühl, ne, mit den Jungs wieder zu sein, wieder am Hustlen, tun zu machen, aber das alles halt ist halt, wie soll ich sagen, Käse, ne? Das bringt dich nicht weiter, Bruder, ich sag dir ehrlich. Bachi, Icon 6, haben wir bereits öfters angekündigt, wird die härteste Staffel, die es jemals bei Icon gab. Was erwartest du dir von Icon 6? Also ich sag euch ganz ehrlich, anhand der anderen Künstler, die auch jetzt hier schon mitgemacht haben, kann man ja sehen, dass ihr den einen oder anderen gut aufgebaut habt. Und beispielsweise, auch wenn jetzt Icon vorbei ist, ist das ein Künstler, der alleine halt gut dasteht und weiterarbeiten kann an sich. Und dementsprechend, das will ich natürlich auch, ne? Ich mache hier mit, versuche den einen oder anderen super Song zu landen. Wenn es irgendwann mal für mich heißt Goodbye, wenn jemand mein Kopfgeld klaut, hey, Oma, Guma, gibt's auf jeden Fall wilde Schläge da. Aber ich hoffe dann, dass ich dann auf einer Position bin, dass ich sage, okay, ich war da, ich bin wieder gefallen, ich bin jetzt wieder da und kann jetzt weiterarbeiten. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, Bachi ist jetzt da und alles, was davor war, ist Geschichte. Du hast mitbekommen, dieses Jahr geht es ja auch um 1 Million Euro. Vor allem bist du auch nicht der einzige Künstler, der jetzt da steht und hungrig ist. Also das heißt, du wirst Druck haben. Aber Bruder, guck mal diese Bauch. Die können ja gerne das haben. Ne? Ich kann denen ja ein bisschen ein Stückchen vom Pizza abgeben. Aber die Pizza gehört mir. Verstehst du? Ich werde mir die nehmen. Ja. Bruder, ich habe Hunger. Was bist du bereit dafür zu tun, deine Pizza zu verteidigen? Oh, Gova, ich sag dir ehrlich, ne? Darf ich sagen sowas? Ich schieße auf ihn oder sowas. Ne, ne? Ich schieße auf ihn. Söll, Alter. Oder ich beiß ihn einfach. Keine Ahnung, was ich sag. Oder ich sag ehrlich, ne?
Wenn jemand mein Kopfgeld wegnimmt, dann ist es mein Verschulden. Ich sag ganz ehrlich, jeder, der bei diesem Turnier mitmacht, ich wünsche ihnen alles Gute. Das sind genau Menschen von der Straße, die auch Ziele haben. Und wenn es an mir scheitern sollte, weil ich nicht abgeliefert habe, Bruder, es ist mein Verschulden. Khalas, soll er mein Kopfgeld nehmen, soll er glücklich werden. Ich wünsche ihnen alles Gute. Dann ist er auf jeden Fall ein sehr starker Typ, wenn er mich beiseite beschafft hat. Aber Bruder, du musst erstmal 130 Kilo beiseite schieben können. Ja, dann würde ich sagen, Bachi, wir sind alle sehr gespannt auf den Bachi, den wir bei Icon 6 sehen werden. Richtig. Du hast für heute auch einen Song vorbereitet. Ich würde sagen, bist du bereit? Check it up. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ouais. Habibi, moi, je suis là pour la mifa. Je me perds dans un monde perdu. On fait des chansons pour les deals, les criminels. Et j'espère que mon nom sera connu. Même si c'est différent, je suis là pour la mifa. Je me perds dans un monde perdu. On fait des chansons pour les deals, les criminels. Es ist halt Fraktion Biggie, ne? So ein ich würde jetzt nicht sagen Biggie-Klon, weil das wäre ein Disrespect an Bachi, weil er schon viel, viel länger, glaube ich, in der Szene ist als Biggie. Aber den Vergleich muss man ziehen. Die Statur, der Stil, die Gesangsstimme, die Melodien, das ähnelt sich schon irgendwie schon krass. Auf der Street, lass den Ballermann und schieß. Und der Lauf von meiner Siggi ist das Letzte, was du siehst. Was ihr redet, ist das nicht. Du kriegst Schläge wie ein Peach. Mach dein Handy wieder weg, komm, wir klären noch Fidschis. Der Brandy, ich bin Gypsy. Hol deine Freunde, ich rip sie. Bring deine Freunde nicht mit. Wow, wow, wow. Der B ist ein Macher, ein Jackson, ein Hustler. Ich sing Motherfucker, hoppa. Schön die Jumari, in den Parfini. Schöne Red Bull, tschüss, Kofa. Schön, tschüss, Riri, tschüss, ist ja Monekip. Schöne Wickel im Jahr. Kurs auf dem Jack, spring über Ringe, gibt es Beef. Wegen meinem Stil, wenn ich singe, mache Butter mit Kilo-Ways and Weeds, was ich bringe, denn ich sorge auf der Street für Gewinne. Habibi, moi je suis là pour la mifa. Je me perds dans un monde perdu. On fait des choses pour les deals, les criminels. Et j'espère que mon nom sera connu. Mir gefällt, dass er diese französischen Melodien und Harmonien auf jeden Fall, ich meine, am Ende des Tages, wir reden hier nicht wirklich um einen Newcomer. Um ehrlich zu sein, reden wir tatsächlich um einen vollständigen Künstler, der, glaube ich, nicht mehr großartig, also man merkt natürlich, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen. Ich würde sagen, rap-technisch gesehen ist er jetzt nicht komplett, ne, spielt er wahrscheinlich jetzt nicht oben mit, aber es ist mehr die Mischung aus beidem und natürlich gesangstechnisch natürlich absolut brillant, der Junge. Aber ich würde sagen, es wird interessant sein, ob ein Bachi, ne, sich in eine Position bringen kann, dass er sich nochmal weiterentwickelt. Wenn das stattfindet, dann hat er ein riesiges Potenzial. Wenn er der ist, der er ist, wird er wahrscheinlich schon weit kommen, aber er wird auf jeden Fall Probleme haben werden, das auf jeden Fall. Aber an sich auf jeden Fall geiler Sound bis jetzt. Wesh, wesh. Bruder, damit hast du sogar ein Xandro zum Nicken gebracht. Xandro weiß noch, Bruder. Gesangstechnisch muss ich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Das ist auf jeden Fall Top-Leistung, was du bringst. Du hast auch sehr viel Erfahrung. Man merkt auch, ja, der Druck kommt von der Brust. Du weißt genau, wie du deine Stimme umsetzen musst. Rap habe ich ja ein bisschen, glaube ich, kritisiert bei der Reaction. Was sagst du jetzt? Sagst du, der kann rappen. Ja, aber du merkst schon, Lines sind sehr simpel. In dem Rap-Part, ne? Zum Beispiel, ich mach Musik. Oder was war das? Das bringst du normalerweise als gekonnter Rapper nicht. So eine Line bringst du nicht. Er kann auf jeden Fall rappen. So. Geht klar. Kann ich muss machen. Halt ein bisschen noch die Lyrik analysieren, so. Okay, soll ich dir einen geben? Gib mir einen jetzt. Komm. Oh, I like that. Zu viele Narben auf der Haut, all diese Schmerzen spüle ich nicht. Ich schaue den Lauf und merke, dass niemand mehr zu Hause glücklich ist. Mit deinem Tunnel blickt auf Jagd, nimm meine Sünde mit ins Grab. Kannte meinen Opa nicht, doch hab gehört, der war ein guter Mann. Wenn du dein Leben lang was geben kannst, vergessen sie dich nicht. Doch was für ein Ehremann wäre er, wenn er sein Brot nicht mit uns bricht. Ich wasche meine Hände nicht in Reinen, denn die Seele ist viel zu schwarz. Und für die Narben, die ich trage, Bruder, bete ich jeden Tag. Und wenn die Sonne heute untergeht, dann bleib ich wieder wach und trag paar Narben mehr davon, ob Sache alle werden satt. Wäre das eine Auge lacht, ist das Sandra am Kämpfen und die Narben, die ich trage, Xandro, verdank ich all den Menschen. Ey, stark, Respekt. Danke, danke. Immer noch nicht überzeugt, aber alle.
Akawi hat es letztes Jahr relativ schwer gehabt, sich so mit diesem Gesang durchzusetzen, ne? Und ist dann auch in der Villa rausgeflogen, weil es nach einer Zeit ist so ein bisschen träge geworden und ist immer dasselbe. Und du hast eine sehr, sehr krasse Stimme. Und meine Frage jetzt einfach an dich: Was denkst du, was du dafür tun könntest, dass dein Schicksal nicht genauso endet wie Akawi letztes Jahr? Das Problem oder der Unterschied zwischen Akawi und einem Biggie und einem Bachi ist, dass Bachi mehrere Stilistiken drauf hat. Also er ist nicht einer, was man Akawi anschaut und auch ein Biggie, muss man tatsächlich sagen, dass die eine Stilistik immer sehr gekonnt konnten, ne, eine Gesangsrichtung und da immer brilliert haben, aber wenn es darum ging, irgendwas anderes zu bringen, dann wurde es schon ein bisschen schwieriger. Von dem, was ich vom Bachi kenne, kann er vieles. Ne? Also, dass er überhaupt diese französische Schiene kann, wusste ich ja nicht mal. Bei Icon 5 im Finale. Okay, auf jeden Fall erstmal liebe Grüße an meinen Bruder Akawi. Bruder, ich sing dir jeden Stil. Wenn du willst, gib mir Jazz, Blues, gib mir New Jack Swing, gib mir Funk, gib mir Soul, gib mir Pop. Ich hau rein, was du willst. Ja, das stimmt. Ich sag euch ganz ehrlich, ne? Ich pick mir keine Beats aus. Sucht mir die stärksten Gegner aus, die sollen sich ihre Beats aussuchen und ich werde auf deren Beats meinen Stil machen. Das wird jedes Mal was anderes sein, aber 100% Batsch. Batsch, mich würde natürlich interessieren, weil du hast die Bühnenerfahrung schon gesammelt. Du warst ja schon vor zigtausend Leute und hast auch live gesungen. Du weißt ja auch, Icon 6 ist ein One-Take-Verfahren auch. Ne? Du wirst da halt auch live singen musst. Deswegen bin ich gespannt, wie du deine Luft einsetzen wirst zwischen deinen Gesangspart, clean in deinen Rapper. Sehr schwer. Das wird auf sehr jeden Fall schwer. Nicht einfach für keinen. Yo, was geht ab, Brodies? Mein Name ist Bachi Aka, der Ghetto Pavarotti. Ich komme aus dem Block, wo wir auf Ratten reiten gelernt haben. Und ich bin jetzt hier bei Icon 6 und lange Rede, kurzer Sinn, ich will hier nicht viel in die Kamera labern. Seid einfach dabei, macht euch diese Glocke an, checkt einfach ab jedes Mal, wenn eine neue Folge da ist. Weil wenn mein Name da steht, wird's wild. Was soll ich sagen? Ja, sehr krass, Bachi. Ja, Bachi. Für dich sichtbar. Wenn ihr auch sehen möchtet, was wir jetzt mit den Icon 6 Künstlern machen und alle Songs und Projekte. So, war auf jeden Fall eine geile Folge. I love that, I like that. Und genau deswegen würde ich sagen, behalten wir das Gelaber kurz. Und das war's von mir. Vergiss nicht, meine Videos liken, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.